So viel als Vorbemerkung zu UFOs. Jetzt zum Thema, zum Billy Meier. Zuerst einmal, wer ist der Billy Meier? Da ein kurzer Eindruck aus dem amerikanischen Dokumentarfilm. Herr Meier, wie hat das denn mit den UFOs angefangen? How were you involved in the UFO? You see, that's a very long story. Yes. Ja, das ist eine lange Geschichte. In meinem Geburtsort Bülach habe ich so etwas wie einen Blitz am Himmel gesehen. Kurz darauf näherte er sich meinem Vater und mir. There, on a nice day, a summer day, I have something seen like a flash out of the sky. Was it night? No, it was like a silvery flash. And a piece of a second later, that flash comes very near, mm-hmm. very close to my father and me. Mm-hmm. We were staying behind the house. How old was it? 5 years old. Uh-huh. 5 Jahre alt war ich damals. Ich sah dann, dass es kein Blitz war, sondern etwas Großes, Scheibenförmiges. Ich konnte mit Telepathie mich verständigen. Und ich hatte Angst, ich würde verrückt. Unser Dorfpriester klärte mich über Telepathie auf. And about that I was afraid. And I was running to our village priest to ask them what's happened to them, because I was thinking I will come crazy or foolish. And then he told me what's happened about telepathy. And I got into my head something like a voice who was teaching me on several things, and what they told me, I shall not be afraid. And then some time later, month later, einen Monat später sah ich zum zweiten Mal ein Luftschiff. Diesem entstieg ein alter Mann, der mich dann auch für einige Stunden in seinem UFO mitnahm. Dies war mein erster persönlicher Kontakt mit Außerirdischen. And he took me into his bowl, metal bowl. Mm-hmm. It was a spaceship. Mm-hmm. And took me up about 70 kilometers over the earth for several hours. Mm-hmm. And that was the real first contact I got. How did you feel? I mean, how did you get the telepathy? You see, if I have to explain that. Schwierig zu erklären. Es war wie eine Art Stimme. It was like a knowing and at the same time like a voice. Mm-hmm. Voice could hear im Kopf. In your head. Yeah. But not on that way. Ja, aber nicht so, wie ich sie höre, sondern anders. Ich kann es nicht erklären. Und was sagten sie? Dieser Mann, der aussah wie ein Patriarch, sagte, er käme von einem anderen Sternensystem, um den Leuten hier von einem guten und natürlichen Leben zu erzählen. Von Menschlichkeit, Freundschaft, Liebe. 11 Jahre lang dauerte dieser Kontakt. And that they will bring here some wisdom to teach the people here on earth for a good natural life, humanity, friendship, love and everything. Yeah, and then that contact with that old man was going on for 11 years. Oh, I see. And then 3 hours later I Später hörte ich die Stimme von einer Frau. Auch dieser Kontakt dauerte 11 Jahre lang. There too I got then a contact and two that was going on for other 11 years. Up
to the year 1964. Eskid wurde Billys Hauptkontakt. Obwohl sie hier auf dieser außergewöhnlichen Fotografie abgebildet ist, will Meyer wenig erzählen über diese Zeit. That preceded the Palladian contacts. To get that picture, ich bekam die Erlaubnis, dieses Foto zu schießen, weil Ascot nicht mehr zur Erde zurückkam. Sie wollen keine Bilder von sich, solange sie hier sind. To shoot them because she didn't return to Earth. Mm-hmm. If they stay here, it's impossible to get the picture from them. I see. They don't want you shot any picture from them if they stay and are working here and there. Zahlreiche Fotos in Meyers Album wurden in Indien aufgenommen. Diese außergewöhnlichen Flugobjekte übersäten den Himmel mit konzentrierten Lichtblitzen. These objects dotted the night skies with brilliant bursts of concentrated light. Some were taken during daylight hours. Dieses Foto wurde bei Tageslicht aufgenommen. Über der Person im Vordergrund bewegen sich 8 Flugobjekte über dem Bahnhof von New Delhi. Eine der spektakulärsten frühen Fotografien zeigt ein scheibenförmiges Objekt über dem Ashoka Ashram bei New Delhi. Laut Billy soll dies Eskids Luftschiff sein. Am 29. Januar 1975 bekam ich Kontakt mit Leuten von den Plejaden. Als erste habe ich Semyase, eine Frau, kennengelernt. Kommen Sie alle vom gleichen Planeten? They call their planet by the name Era. Ihr Planet heißt Era und gehört zu den Plejaden, die ca. 500 Lichtjahre von der Erde entfernt sind, im Sternbild des Taurus. Light years from the Earth. In the big star picture of the Taurus. Wir haben ganz bewusst haben wir in den ersten 15 Jahren haben wir immer von den Plejaden gesprochen, dass die Plejadier hierher kommen, dass wir mit denen Kontakt haben. In Wirklichkeit nennen sie sich aber Plejaren. Und der Grund dafür, warum wir gesagt haben, sie seien von den Plejaden und sie seien Plejaren, der Grund war der, dass eben eine Vorschau gemacht wurde, in die Zukunft gesehen wurde. Und da wurde beobachtet, dass sehr viele in Amerika drüben, in Australien, in Europa, Deutschland und der Schweiz ihre Geschichten erzählen. Sie hätten mit den Plejadiern Kontakt. Und das ist aufgekommen seit jener Zeit, als ich meine Kontaktberichte rausgegeben habe. Und dadurch, dass wir Plejaden gesagt haben und Plejadier gesagt haben, statt Plejaren, wie der wirkliche Name ist, konnten wir das Zeugs etwas stoppen von denen, die betrügerischerweise erzählt haben und rund um die Welt Geschichten hochgebracht haben. Sie hätten Kontakte mit den Plejadiern.
Ja, eben als ich damals hierher kam, war hier noch eine Straße. Bin ich mit dem Mofa hierher gefahren, habe es hier abgestellt. Und dann habe ich das Sirren gehört, das da droben vom Himmel runterkam, habe da raufgeguckt. Und dann habe ich das Schiff runterkommen sehen, wie es sich da hinten am Waldrand niedergelassen hat und gelandet ist. Und wie das Schiff gelandet ist, bin ich runtergelaufen durch die Wiese bis zur Grasnarbe in etwa dort. Und dort bin ich wie gegen eine unsichtbare Wand gelaufen und bin einfach nicht weitergekommen. Das war ein Schutzschirm, der vom Schiff aus in Funktion gesetzt wurde. Und wie ich dann da unten gegen diese unsichtbare Wand lief, kam dann eine weibliche Gestalt vom Schiff her, hinter dem Schiff hervor, auf mich zu. Und dann haben wir uns hier unten begrüßt wie alte Bekannte, wie wenn wir uns schon immer gekannt hätten. Und das war dann Semyase. Ja, eben, dann hat das Gespräch begonnen damit, dass mich schon lange beobachten und dass sie schon lange einen Menschen suchen, der für sie geeignet ist, für Kontakte und so weiter und so fort. Und dann ging es darum, eben eine Mission zu erfüllen und so weiter und so fort. Und bitte? Was war die Mission? Die Mission war eigentlich die, auf der gesamten Erde eine große UFO-Kontroverse auszulösen. Das ist der eine Teil der Mission und der hat sich inzwischen so weit erfüllt. Und der andere Teil der Mission, der war der, die Geisteslehre den Menschen wiederzubringen und die Lehre der des Natürlichen, die Lehre der schöpferischen Gesetze und Gebote. Hier haben wir uns drunter gesetzt. Die Plejadier kommen hierher, weil sie sich verpflichtet fühlen, alte Schäden wieder gut zu machen, die ihre Urvorfahren hier auf der Erde angerichtet haben. Und zwar eben Schäden in Bezug auf die Entwicklung des Menschen, auf die Bewusstseinsrichtung und so weiter und so fort. Also wie du vorhin erwähnt hast, das war am 4. Januar 1978, als Billy Meyer telepathisch eine Voranmeldung erhielt für einen geplanten Kontakt mit seinem außerirdischen Freund Quetzal. Und bei heftigem Schneesturm und Schneematsch, teilweise Glatteis auf den Straßen, chauffierte uns, das heißt Billy Meyer und mich als Begleitperson, Jakobus Bertschinger mit seinem VW, so ungefähr eine halbe Stunde lang quer durch die Gegend. Und vor einer kleinen Brücke am Ausgang eines Waldstückes hielten wir dann an und parkierten am Rande des schmalen Feldweges. Und Billy stieg dann aus dem Wagen, hängte sein Funkgerät um und verabschiedete sich von uns. Ich kann sagen, etwas mühsam stapfte er dann durch den Schnee, über eine Schneewiese, und schwuppsdiwupp, plötzlich war er wie spurlos von der Bildfläche verschwunden. Wie wir dann später erfuhren, ist er also direkt von diesem Standort in Quetzals Schiff gebeamt worden, das sowohl lautlos als auch unsichtbar irgendwo in der Luft schwebte. Nun, Jakobus und ich warteten dann geduldig im VW auf seine Rückkehr, und nachdem Billy sein Kontaktgespräch beendet hatte, ertönte dann plötzlich aus unserem Auto
Funkgerät Billys Stimme, und zwar etwas tiefer, mit einer tieferen und dunkleren Klangfarbe, als dies normal der Fall ist. Und er forderte uns auf, wir sollten schon mal kurz zu den nächsten Häusern vorfahren. Er würde dann gleich nachkommen. Bei den nächsten Häusern angelangt, wurde dann Billy mit Hilfe eines Teletransmitters, wie man so schön sagt im Fachjargon, wurde er aus dem Schiff direkt neben uns heruntergebeamt. Also er kam praktisch mit einem mächtigen Sprung von der Straßenböschung, landete er direkt neben unserem Auto. Ja, und dann muss ich noch dazu hinzufügen, wir wunderten uns natürlich, dass bei dem Schneetreiben, das bei dieser Gelegenheit noch herrschte, konnten wir keine Spur von irgendwelchen Schneeflocken feststellen, weder an seinem Mantel noch an seinem Texanerhut. Das ist eigentlich eine klare Sache, denn in einem Raumschiff fällt ja bekanntlich kein Schnee. Elisabeth, du hattest am 23.04.82 konntest du das Schiff von Quetzal sehen, von dem Standpunkt aus, wo wir uns hier jetzt befinden. Ja, das ist richtig so. Wie genau ist das damals vor sich gegangen? Das war ca. 9 Uhr morgens. Ich war gerade damit beschäftigt, hier den Platz zu kehren, als Billy da durch die Küchentür herauskam und ganz konzentriert zum Himmel geschaut hat. Und ich bin ihm dann nachgegangen und dann hat Billy gesagt, schau, hier ist Quetzals Schiff zu sehen, und hat mit ausgestreckter Hand gezeigt. Und dann habe ich das Schiff gesehen, also in einem Durchmesser von ca. 70 cm. Ganz klar und eindeutig. Und ich habe dann nur den Gedanken gehabt, das sollte mein Mann auch sehen, und habe ihn gerufen, aber er war zu weit vom Haus entfernt beschäftigt und hat mich nicht gehört. Inzwischen hat Billy nach Bernadette gerufen, die sich im Badezimmer aufgehalten hat, und gleichzeitig haben wir dann weitergeschaut und Quetzals Schiff ist dann immer schneller geworden und der Grund war der, dass von der Richtung ein Flugzeug gekommen ist. Und als Bernadette dann herauskam, dann war Quetzals Schiff nur mehr ganz klein zu beobachten. Woher weißt du denn, dass es sich um Quetzals Schiff gehandelt hat? Das hat uns Billy nachher erklärt. Er habe sich vor dem Haus aufgehalten. Hat sich vor dem Haus aufgehalten und Quetzal hat ihn telepathisch gerufen. Es sei sein Schiff über dem Haus zu sehen. Und Billy hat gesagt, er hat das Schiff in einem Durchmesser von ca. 1 Meter gesehen. Und um den Flug besser beobachten zu können, ist er dann durchs Haus gegangen. Und hier eben hat er geschaut. Und da ich hier war, habe ich dann die Gelegenheit gehabt, das auch zu sehen. Silvano, am 25.09.82 wart ihr dabei, hier verschiedene Betonierarbeiten zu machen. Und dabei ist etwas ganz Eigenartiges passiert. Um was ist es damals gegangen? Ja, wir haben damals unsere Betonierarbeiten gemacht, die Platte da aufgefangen. Da ist eine Leitung unten durchgegangen. Und da bei der Treppe haben wir noch einen Tritt gesetzt mit Billy zusammen. Das heißt, der Freddy war dabei und Billy und ich. Billy hat die Pflasterarbeiten gemacht, wir haben das Material hinzugefügt. Am Schluss hat er da noch diese Betonplatte ausgegossen. Das Ding ist aber ein bisschen weiter gegangen da, bis unter das Monument, das war damals noch nicht vorhanden gewesen. Und nachher ist der Billy rein in die Küche, Kaffee trinken gegangen, wir haben noch das Werkzeug gewaschen. Anschließend wollten wir das Ganze absperren, weil wir gedacht haben, sonst tritt jemand herein, oder? Und dann ist die ganze Arbeit kaputt. Und als wir wieder hingegangen sind, haben wir gesehen, dass ein riesen Fußabdruck da drin war im Beton. Ein Fußabdruck von wem oder von was? Da haben wir zuerst mal eine Runde geflucht, oder? Jetzt ist schon ein Idiot reingestanden in das Ganze, die Arbeit ist kaputt und so. Und da ist der Billy dann sofort aufmerksam geworden und hat gesagt, da stimmt was nicht, oder? Ist ein bisschen ein großer Fußabdruck.
Und wie ist das dann weitergegangen? Also habt ihr herausgefunden, wie das zustande gekommen ist? Ja, wir haben von Billy gewusst, dass immer wieder Besucher und Freunde der Pleiadier da im Center sind und dass unterwegs auch noch einige gewesen sind, die ziemlich großwüchsig waren, zum Beispiel der Daniel. Und das hätte ungefähr mit dem Fußmaß übereingestimmt. Hm. Und nachträglich hat das der Billy dann abgeklärt, oder? Da war früher noch ein Gespräch gewesen, wo sie darüber geredet haben, ob sie nicht mal wieder Beweismaterial kriegen. Fotoaufnahmen mit Fußabdrücken oder anderen Spuren und so. Und der Daniel hat uns sehr wahrscheinlich bei der Arbeit zugeschaut und als wir das Zeug verräumt haben, die Gerätschaften und das Arbeitsutensil, da ist er schnell hingekommen, hat vorsichtig Fußabdruck reingesetzt als Beweismaterial. Hm. Und die Platte, die haben wir dann rausgeschnitten mit der Trennscheibe, 3 Tage später, als das Ganze trocken gewesen war. Und ist jetzt da im Zentrum aufbewahrt. Mhm. Und hier haben wir jetzt einen Fußabdruck von Daniel, von der Platte, die wir rausgeschnitten haben. Das ist also ein Riesending. Zum Vergleich mein Fuß mit Schuhgröße 42. Jawohl. Ja, eben. Da ist dort mal dort, wo jetzt der Strunk gesehen ist, ist dort mal der Baum gsi, ein Eschen ist es, glaub gsi. Und rechts von dem ist ein Schiff geschwebt gsi. Hinter dem Baum, also ein bisschen gegen die Mitte vom Baum zu. Und die Sonne, die ist dort mal hinten unten gestanden, wo ich fotografiert habe. Das wird eine Stunde oder 2 Stunden später sein als jetzt. Jetzt haben wir 4 und hier wird es 5 oder 6 sein. Ich weiss halt nicht, ob ich im Fotobüchlein eine Zeitangabe richtig ist. Eben jetzt die Sonne, da nehme ich mal auf. Die ist ja hier oben. Jawohl, ja. Ich kann also nicht vor dem Schiff sein, wie behauptet wird, oder? Sondern sie war wirklich hinter dem Schiff und das Schiff ist vor der Sonne gehangen. Der Aurütiberg hier links, die 7 Fotos, ja, die gemacht. Ja, die sind von hier hin gemacht worden. Da ist irgendwann ist da noch ein Ständli gestanden gsi, da dieses, wo ich fotografiert habe, nebenzu. Und so über da ist das ungefähr gsi, so. Ja. Müssten wir auf der Foto schauen, genau. Da müsste es etwa so gsi sein. Ungefähr, ja. Ja. Oder und außen geht ja alles steil runter, da kannst du ja. Hast du ja gesehen beim Uhrlaufen. Ja. Eben, und wo das Schiff dort neben dem Baum gehangen ist, dort geht es ja auch bergab, oder? Dort beim Baumstrunk vorne, ja. Beim Baumstrunk vorne geht es auch gerade schüssig runter. Das ist also auch ein rechtes Doppel, wo es da bergab geht. Mhm. Eben schade, haben sie den Baum weggehauen. Das ist der
Überreste von dem Baum, wo das Schiff dahinter war. Da von diesen Bauernhöften unten hätte man ja etwas gesehen, wenn er da oben mit dem Modell hantiert hat, weil das ist völlig freistehend auf dem Hügel oben da. Schaut auch schon dort oben am Bauernhof. Ja. Du wirst immer beobachtet. Okay. Ganz. Ja. Ich hole mich nur die andere Kamera. Weißt du, wenn du drüber gehen könntest, ein bisschen? Ha? Was? Schon wieder? Da unten kommt jemand. Das ist Billys Arbeitsplatz im Büro, wo seine Bücher und Schriften entstehen. Hier arbeitet er täglich bis in die frühen Morgenstunden, und zwar während 7 Tagen die Woche. Das nebst diversen anderen Arbeiten, die er tagsüber und am Abend noch anderweitig zu verrichten hat. Bis zum 4. März 2001 arbeitete er während 28 Jahren mit einer elektrischen Schreibmaschine der Marke Adler. Und ab dem 5. März 2001 erledigt er seine Schreibarbeit mit dem Computer. Seine Schreibgeschwindigkeit richtet sich nach der Art der Arbeit, wobei Billy für Briefe und dergleichen mit 3 Fingern in langsamer Weise schreibt, wie gerade jetzt. Thank you.
Bei der telepathischen Abrufung und Niederschreibung der Kontaktberichte usw. so benutzt er jedoch das Fünffingersystem, wobei seine Schreibgeschwindigkeit sehr erhöht ist. Wenn Billy jetzt zur Demonstration einen neutralen telepathischen Bericht abruft, dann geht das mit folgender Schreibgeschwindigkeit, die jener noch um einiges untersetzt ist, die er zu Wege bringt, wenn er telepathisch Kontaktberichte abruft und niederschreibt. Thank you.
Wir haben heute eine ganz andere Zeit als noch vor 2000 Jahren oder noch mehr tausend Jahre zurück. Und wir haben heute sehr viele Möglichkeiten in technischer Art und Weise, wie zum Beispiel eben durch das Internet, oder? Und wir haben Computer, wo wir schreiben können, und das muss jetzt alles ausgenutzt werden. Und da bedeutet also eben, dass sehr viel Arbeit mehr geleistet werden muss als früher. Eigentlich hätte ich 8 Bücher schreiben sollen. Es sind heute über 50. Alles zusammen, dann sind viele hunderte Artikel, Kleinschriften und so weiter und so fort. Und das muss eben ausgenutzt werden mit dieser Technik, die wir heute haben, in dieser Zeit, die uns gegeben ist, um die Mission in dieser Art und Weise verbreiten zu können. Das war früher nicht möglich. Da musst du, wenn du etwas gesagt hast, hast du jemanden gebraucht, der es noch aufgeschrieben hat, weil keine Zeit geblieben ist, um es selbst zu schreiben. Heute schreibe ich alles selbst. Nicht mehr die anderen. Dafür habe ich meinen Computer, früher habe ich meine Schreibmaschine gehabt. Und das ist der Weg von heute. Und daher, weil diese Möglichkeiten gegeben sind, so finde ich persönlich, muss sehr viel mehr geleistet werden, es muss hart gearbeitet werden und es darf nicht auf der faulen Haut rumgesessen werden, wie wir sagen. Und Wer übersetzt diese? Ja, das müsst ihr dann in Amerika tun. Okay. Hier wird nichts mehr übersetzt. Ja. Wir haben genug vom Kelch der Wahrheit. Ja. Nasenstrich. Ja, verstehe. Okay. Oh boy. Du hast gesagt etwas über Egoism. Ja. Ist immer eine Negativ-Ego? Nein. Egoismus ist in der Regel gut und schlecht. Wenn es darum geht, das Leben selbst zu erhalten, ist eine bestimmte Form von Egoismus notwendig, Selbstegoismus, um sich selbst am Leben erhalten zu können, um durch das Leben gehen zu können, um das zu haben, was du brauchst an Nahrung und Getränk, an Stoff für Wissenentwicklung und so weiter und so fort. Da ist ein Selbstegoismus angebracht und von richtiger Form. Aber wenn es eben darum geht, weißt du, einen Egoismus an den Tag zu legen, der den Mitmenschen oder dir selbst schadet, dann ist es eben negativ. Ich verstehe. Es hat immer alles zwei Seiten. Ja, alles. Eine gute, eine schlechte, eine positive, eine negative. Und mit der Wissenschaft auch? Genau dasselbe. Ja. Die Entwicklung, was sich ergibt mit Mann und Frau, dass in fernerer Zukunft, also nicht heute, nicht morgen und nicht übermorgen und nicht nächstes Jahr, aber in fernerer Zukunft werden die Frauen die Überhand gewinnen in Bezug auf das Regieren der Welt. Werden also die Frauen die starken Männer sein. Aber das ist auch dringend notwendig. Weißt du, wenn du die letzten 10.000 Jahre siehst, wenn du die betrachtest, da haben wir in diesen 10.000 Jahren 250 Jahre Frieden und alle anderen 9.750 Jahre Krieg. Und wären Frauen an den Regierungen gewesen oder in den Regierungen, dann wäre es bestimmt um vieles besser gewesen. Denn die Frauen, die sind viel empfindsamer, feinfühliger und so weiter und so fort. Und sie sind nicht derart auf Machtgier aus, wie das allgemein beim Großteil der Männer ist. Dann kann man also erwarten, dass wenn die Frauen einmal ans Ruder kommen, als sie an die Regierung, an die Herrschaft kommen, dass es dann um vieles besser wird.
In Zukunft, Zukunft, Zukunft. Ja. Aber weißt du, das bedingt natürlich, dass unter den Menschen zwischen Mann und Frau eine Gleichberechtigung zustande kommt. Und das ist sehr schwierig, weil die Männer einfach immer dominieren wollen. Ja. Oder? Und das ist schon seit Jahrtausenden so. Die Frauen sind unterdrückt worden und die haben sich dann natürlich gewehrt, oder? Und dann hat es auch wieder Krieg gegeben, wenn einige Frauen die Macht ergriffen haben und sauer gewesen sind, böse, negativ gewesen sind, schlecht gewesen sind und so weiter und so fort, gegen die Männerwelt Hass aufgebaut hatten, dann hat es natürlich auch wieder Krieg gegeben. Ja, aber wenn mal die Zeit kommt, dass das wirklich so ist, dann wird sich vieles zum Besseren ändern. Prophetien, die ändern sich darum, weil sie nicht etwas Fixes sind. Mhm. Prophetien sind keine Voraussagen. Eine Voraussage, die trifft hundertprozentig zu. Ja. Das weißt du auch von den Voraussagen, die in den Kontaktberichten gemacht wurden. Prophetien sind etwas ganz anderes. Das ist eine Möglichkeit, die eintreffen kann, wenn die Menschen im gleichen Stil weitermachen, wie sie bis anhin getan haben. Dann erfüllen sich Prophetien. Werden aber die Handlungen, die Handlungsweisen geändert in eine bessere Form, dann ändert sich auch das Gesamte in Bezug auf die Prophetie und dann muss sie sich nicht erfüllen. Aha. Bei Voraussagen ist es aber so, die sind in der Zukunft gesehen worden, hat man in die Zukunft geschaut, wie es sich wirklich zugetragen hat. Und dann, wenn eine Voraussage gemacht wird, dann trifft sie auch hundertprozentig zu. Mhm. Dann gibt es aber noch die Wahrscheinlichkeitsberechnungen, wo du zum Beispiel mit 70% oder 80% eine Sache angehst, die du sagst, die wird sich in Zukunft ereignen, wenn im gleichen Rahmen weiter gehandelt wird. Es ist ähnlich wie eine Prophetie, es ist aber eine Berechnung. Und die nennt sich dann Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und die Prophetie, die beruht einzig und allein darauf, was Ursache und Wirkung ist. Wenn hier eine Ursache ist, ergibt das eine ganz bestimmte Wirkung, wenn in der gleichen Art und Weise weitergearbeitet wird. Dann kommt das Kausalgesetz zur Geltung. Es ist also Ursache und Wirkung. Ist also eine Prophetie. An und für sich beginnt die Geisteslehre bereits da, wenn der Mensch geboren wird. Ja? Ja. Durch das, dass die Eltern den Kindern die Dinge erklären. Nicht missionierend, ja. Nicht zwingend, nicht mit Gewalt, sondern in Liebe, Ehre und Würde einfach erklären, wie sich die schöpferischen Gesetze und Gebote verhalten, wie sich der Mensch verhalten muss, wie er sich benehmen muss, wie er seine Verhaltensweisen pflegen muss, wie er denken muss, wie er fühlen muss und so weiter und so fort. Das beginnt schon, eigentlich schon nach der Geburt. Und dann, warum ist wichtig, dass... Moment. Aber es darf nicht so sein, dass es eingepaukt wird wie bei einer Religion oder Sekte. Mhm. Es muss frei sein, in Liebe sein, ohne irgendwelchen Zwang, ohne irgendwelche Gewalt, ohne irgendwelche Beeinflussung. Es darf nur Erklärung sein. Ja, weißt du, die Geisteslehre, die enthält viele schöpferische Gesetze und Gebote, die in der Geisteslehre erklärt werden, in der Art und Weise, was der Mensch lernen soll, wie er lernen soll und was er leben soll und wie er leben soll. Ja.
Das wirkt sich also dann auf das gesamte Leben des Menschen aus. Wenn der Mensch die Geisteslehre befolgt, das sind ja Richtlinien, Gesetze und Gebote und Richtlinien, die befolgt werden sollen, zuallererst studiert werden, das ist wichtig, wirklich das im Gedächtnis, in der Erinnerung bleibt. Und dann muss es auch verstanden werden und nachvollzogen werden, also getan werden. Und ist, das macht Evolution mag schnell? Das steigert die Schnelligkeit der Evolution. Je mehr gelernt wird, umso schneller kommt der Mensch voran. Das weißt auch du, das weiß die Amy, das wissen die zwei Herren hier, das weiß jedermann, der ein bisschen Vernunft hat im Kopf. Je mehr das gelernt wird, umso wissender wird der Mensch. Und aus dem Wissen heraus wird die Essenz zur Weisheit. Moment mal, ja. zu seiner Frage, die er noch gehabt hat, möchte ich noch etwas hinzufügen. Wenn Kinder belehrt werden, soll es niemals sein in irgendwelcher religiösen oder sektiererischen Art und Weise, habe ich zwar schon gesagt, aber möchte ich nochmals wiederholen, es muss frei sein, es muss ehrlich sein, es muss in Würde sein, ohne Gewalt sein und ohne Drängung sein. Nicht Big Philosophy. Ja. Nein, nicht in der Art und Weise, dass auf die Kinder eingepaucht, eingeredet wird, sondern nur dann, wenn sie Fragen haben oder wenn es notwendig wird, irgendetwas zu erklären, das sich ergeben hat durch irgendein Geschehen oder eine Situation. Nein, das läuft nicht so. Normalerweise sollte eine Familie höchstens 3 Kinder haben. Ah, heute auch? Auch heute, ja. Und schon von Alters her. Nicht 10, 20 oder 25, wie man hier in der Schweiz auch haben, 25 Kinder in einer Familie, das ist hirnrissig. Das ist verrückt. Ja, verrückt. Mhm. Oder? Mehr als 3 Kinder sollten in einer Familie nicht sein. Es geht auch darum, dass die Kinder die richtige Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen und von der Umwelt bekommen, von der Schule und so weiter, dass die Kinder in richtiger Art und Weise belehrt werden können und die Kinder lernen können, was nicht mehr möglich ist, wenn mehr Kinder sind. Auch die Aufmerksamkeit von Mutter und Vater kann nicht allen Kindern gleichmäßig gegeben werden, wenn mehr Kinder sind. Und andererseits verhindert das, dass eine Überbevölkerung zustande kommt. Wenn nur 3 Kinder sind, dann gleicht sich das immer aus mit Geburten, Sterben und Wiedergeburten und so. Wenn aber mehr Kinder gezeugt werden, dann entsteht immer größere Überbevölkerung. Und das ist eben das Grundlegende, das eingedämmt werden müsste, und zwar dadurch, dass weltweit eine Geburtenregelung zustande kommt, dass einerseits die Überbevölkerung wieder abgebaut wird, dass alles so geregelt werden muss, dass in einer Familie nur noch zur bestimmten Zeit Kinder gezeugt werden dürfen. Das ist die einzige Möglichkeit, auf humane Art und Weise die Überbevölkerung zu reduzieren. Damit mehr Sterbefälle in Erscheinung treten, als dass Geburten zustande kommen. Und wenn dann die Normalbevölkerung wiederhergestellt ist, dann hat die Geburtenkontrolle derart gegriffen, dass den Menschen hier droben geschaltet hat, was Verstand und was Vernunft ist und wie gehandelt werden muss, damit nicht Kinder aufgestellt werden, wie das bei Kaninchen oder Meerschweinchen oder Mäusen ist, die massenweise Nachkommen zeugen.
es dürfen nur 3 Kinder pro Familie. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein Mann mehrere Frauen hat, wenn Bigamie gegeben ist, dann kann er von jeder Frau 3 Kinder haben, aber nicht mehr. Nicht. Aber in der sogenannten zivilisierten Welt ist es ja so, dass Monogamie herrscht, ja. Oder? Und da ist also in der Monogamie wären also auch nur 3 Kinder erlaubt. Mhm. Einfach pro Frau 3 Kinder. Mhm. Balance. Ja, dann gibt es eine Balance. Mhm. Sehr klar, danke. Mhm. Künstliche Befruchtung, das ist nicht das, was des Korrekten ist. Das ist wieder die Gesetze und Gebote der schöpferischen Natur. Es gibt im ganzen Universum keine Lebensform außer dem Menschen, der so verrückt ist und künstliche Befruchtungen macht. Das macht kein Tier, das machen nur die Menschen. Und die Menschen natürlich auch bei den Tieren durch künstliche Befruchtung. Mhm. Und die Regel, die ist an und für sich die, wenn Menschen unverheiratet bleiben wollen und keine Kinder haben, dann sollen sie auch keine Kinder haben. Oder? An und für sich ist, wenn 2 Menschen zusammen sind, ob sie nun verheiratet sind oder nicht, wenn sie ein Paar sind, eine Gemeinschaft bilden, ein Bündnis bilden, dann sind sie auch berechtigt, um 3 Kinder zu haben. Okay. Und was ledige Mütter sind, die keine Verbindung haben mit einem Mann, die sollten eben keine Kinder auf die Welt stellen. Und zwar nicht deswegen, weil das verboten wäre, das ist es nicht von schöpferisch-gesetzmäßigen Ansichten aus, sondern einfach darum, weil jedes Kind braucht nicht nur eine Mutter, sondern auch einen Vater. Das ist. Und wenn ledige Mütter sind, ist in der Regel das Problem derart, dass kein Vater vorhanden ist, dass sich der nicht um die Kinder kümmert. Und das gibt dann schlechten Einfluss auf die Kinder. Mhm. Und die werden es dann in der Regel sehr viel schwerer haben im Leben, um durchzukommen und etwas zu erreichen, als Kinder, die eben Vater und Mutter haben. Mhm. Verboten ist es nicht, dass ledige Frauen Kinder haben. Mhm. Absolut nicht. Das steht nirgendwo geschrieben. Das sagt auch kein schöpferisches Gesetz. Aber rein menschlich gesehen ist es eben so, dass es nicht sein sollte, aus dem Grund, wenn kein Vater vorhanden ist, der auch für das Kind da ist und für das Kind zusammen mit der Mutter sorgt, dass diese Kinder dann Schwierigkeiten haben im Leben. Das ist eigentlich die Regel. Well, question, I don't know if you can answer or not, but for all the everything that we know that came from you and our friends out there about the world comes information basically about the North Hemisphere, all the problems and everything that's going on and it's going to happen in the near future has to do with the North Hemisphere. Can you tell us anything about the South Hemisphere? Es ist nicht einfach auf die nördliche Hemisphäre beschränkt, sondern es bezieht sich auf die ganze Welt. Aber von alters her wurde bestimmt, dass die nächste Lehre, die gebracht wird, also die uralte Lehre der Propheten, Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens, wie sie sich nennt, in der neuen Zeit nicht mehr in einem unterentwickelten Land gebracht werden soll, sondern in einem Land, wo eine gute Bildung ist, also Education, eine gute Bildung ist und wo im Land und im ganzen Staat eigentlich Frieden herrscht.
Und dass von da aus, von diesem Ort, dann, das ist jetzt eben mal die Schweiz, mhm, oder, dass von da aus dann alles über die ganze Welt verbreitet wird. Die Mission. Ja. Ja.